Schwanzhund. Ja, das sind 57 Punkte. Vielleicht erklären Sie uns, was ein Schwanzhund ist. Was muss man denn da erklären? Also ich kenne das Wort nicht. Ein Schwanzhund ist ein Hund mit einem Schwanz. Ach nee, Maxi. Jeder Hund hat einen Schwanz. Sie müssen sich schon ein bisschen an die Regeln halten. Das heißt ja auch nicht Schwanzkuh. Immer legt sie solche Worte. Aber es gibt Hunde ohne Schwanz. In meinem Hause nicht. Mama hat recht. Ihr habt einfach einen zu kleinen Wortschatz. Also Maxi. Ja, ja, ja. Dann hätte ich vorhin auch meine Quallenknödel legen können. Wenn man sich nicht an die Spielregeln hält, macht es keinen Spaß. Bin ich hier in der Schule oder was?